Dafür brauchen wir erstmal eine Kiste, haben wir ja gerade eben gesehen. Und dann halt, wie war das jetzt so? Genau, okay. Dann packen wir den Stein hier mal weg. So, und wenn ich jetzt dann runtergehe. Hüpf. Hüpf, sagte ich. Oh. Also. Ich würde hier erstmal auf jeden Fall so einen doppelten Weg freilassen. Hier auch. Dann würde ich hier jetzt einfach mal so. Okay, können wir. Ja, das ist machbar. Okay, das ist so machbar, wie ich es will. Dann müssen wir das, glaube ich, nur noch um eins zur Seite erweitern. Damit kann ich aber leben. Okay. So, jetzt haben wir hier beispielsweise ja den ganzen Igulite. Und den packen wir da jetzt einfach rein. Ach, okay, der. So. Mit einem schönen kleinen Rechtsklick. Und wenn ich jetzt Linksklick drauf mache, hole ich mir einzelne da raus. Und ich glaube, wenn ich mich hinhocke und Linksklick, dann einen ganzen Stack. Genau. Okay. Und ansonsten immer so einzelne. Okay. Ja, gut. Genauso wollte ich das. Und da steht jetzt auch, glaube ich, drin. Nee, steht's nicht. Ach doch. 6 mal 4, also 6 mal 64. Also 6 komplette Stacks und 19 haben wir jetzt. Ja, und jetzt haben wir halt 5 mal und 19, 18 und so weiter und so fort. Okay, ach, Quatsch. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Das war jetzt falsch. So. Ich weiß nur nicht, wie man einzelne rein bekommt. Also außer man hat halt. Aber ist ja auch egal, wenn du nur einzelne reinbekommen willst, dann kannst du ja auch noch welche rausholen am Ende. Ist ja nicht so relevant. Also. Ist ja nicht die Problematik, so. Okay. Und ich würde das jetzt dann halt so aufbauen. Wie gesagt, dann müssen wir hier noch eins auf jeden Fall weiter. Damit wir hier immer so einen doppelten Weg haben. Auf jeden Fall. Ne? Weil sonst wird es hier unten ein bisschen sehr eng. So, aber dann würde ich. Ich mache das jetzt mal einfach provisorisch hier so mit dem Holzblock. Ne? Würde ich so halt hier jeweils die Drawer anbringen. Und dann halt, dann kann man die halt auch noch natürlich aufeinander stacken. Und dann kann man hier halt dann ganz gemütlich lang gehen und alles so. Und dann machen wir hier jetzt noch auf jeden Fall eins breiter. Oh, hier kommen wir schon an Sand. Das ist natürlich nicht so cool jetzt. Aber gut. Gibt Schlimmeres. So. Kloppen wir erstmal den ganzen Scheiß hier wieder raus. So. Kurz ein bisschen Licht machen. Und weiter geht's. Also ihr seht, man kann sich auch ziemlich lange an einem Keller aufhalten. Du bist voll das Kellerkind. Ja, ich weiß. Und jetzt? Ist es denn etwas Schlimmes, nur ein Kellerkind zu sein? Ja, ist es. Was? Wer sagt das? Okay. Ja, Holz holen. Deswegen ist es nämlich schlimm, nur ein Kellerkind zu sein, weil man dann kein Holz holen kann. Oh, hallo. Aber viele Bäume. Ich hole mir erstmal Birkenholz, 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 Birken, Birken, Birkenholz, Birkenholz schmeckt lecker. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Birkenholz schmeckt nicht besonders lecker. Habt ihr schon mal am Birkenholz rumgenuckelt? Ich nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und wenn ich ehrlich bin, ich will es auch nicht versuchen. Obwohl es ja möglicherweise, ne, vielleicht schmeckt Birkenholz ja wirklich richtig gut. So richtig schmackotastisch. Und dann sagt man jetzt einfach so, nee, also am Birkenholz würde ich niemals nuckeln. Ja? Ist das vielleicht das Leckerste, was man jemals gegessen hat? Oder woran man niemals genuckelt hat. Und ist, habe ich schon mal gesagt, dass ich das Wort nuckeln überhaupt nicht mag. Weil es einfach, ich finde, es klingt nicht besonders, besonders schön. Ich finde, das klingt sehr, sehr ekelhaft. Irgendwie. Aber okay. Da. Oak Saplings. Ich brauche ein paar. Ihr merkt, Aufforstungsunternehmen Magnus ist auch eindeutig wieder am Start. Wir forsten auf.
natürlich nicht zu verwechseln mit wir horsten auf. Das ist, wenn man versucht halt, dass die Bevölkerung den Namen Horst wieder etwas mehr akzeptiert. So. Ach so, Momentchen. Achtmal, achtmal. Nice. Haben wir denn, genau, Erde haben wir dabei. Grad sogar zufällig. Dann holen wir uns doch hier auch was raus. Und machen uns mal hier noch Garden Soil. Und packen das mal hier an die Kartoffeln. Damit wir das auch mal hier voranbringen. Unsere Landwirtschaft. Der Boden einer jeden Wirtschaft. Der Grundstein. So. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Okay, wir haben genug Weizen gesammelt und jetzt werden wir gerade die Kühe ein bisschen gefüttert, ne? Kühe, Kühe, ja, lecker Kühe. Also, lecker für euch, nicht ihr seid lecker. Ihr seid bestimmt auch ziemlich lecker, aber naja. Also muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ne? Ich möchte die eigentlich so hier nicht haben. Muss ich kurz mal gestehen. Ihr müffelt. Darauf möchte ich hinaus. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja keinen Duft-PC, der das simuliert. Ach Quatsch, ich wollte ja gar nicht hier hin. Nee, aber ich würde ich die in den irgendwann mal. Und dann natürlich auch nicht alle. Also wir werden dann vermutlich dezimieren und dann halt schlicht und einfach mit den ganzen Viechern irgendwo anders hinziehen. Ne? Und dort dann halt auch einen richtigen Hof oder sowas machen, ne? Ich weiß nicht, also irgendwie. Ja, mir gefällt das hier nicht, dass wir hier unsere Landwirtschaft so groß. Also wir können die hier schlicht und einfach nicht so groß aufziehen. Das ist die Problematik, die ich hier sehe. Und das finde ich ein bisschen in Anführungsstrichen schade. Aber dafür bräuchten wir halt mal so eine riesen Fläche. Einfach eine riesen Wiese. Die haben wir halt nicht. Also nicht so, wie ich sie haben möchte. Sagen wir es lieber so. Da müssen wir halt mal suchen dann danach. Da müssen wir dann auch, also wir wollen ja auch, oder ich möchte ja dann auch die ganzen Plätze, wo wir dann mal vielleicht irgendwann bauen, möchte ich ja dann auch mit einem Schienensystem und Co. halt einfach mal verbinden. Also wo man dann halt auch, ich sag mal, wo man dann hier in eine Lore einsteigt und dann fährt man halt mal für 2-3 Minuten damit dann dahin. Ja. Das sind meine Pläne, Leute. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Also ich habe schon Ideen für das Projekt hier noch. Sagen wir es mal so. Ich würde mich freuen, wenn wir auch einen Teil davon auch einfach umsetzen können irgendwie. Oder ein Teil davon umgesetzt wird am Ende. Weil, ja, dann merkt man halt, dass das Projekt auch vorangeht. Ne? So. Klar, das wird dauern. Das wird noch ziemlich lang dauern. Wir sind ja im Endeffekt, wir haben ja noch niemals eine vernünftige Eisenzufuhr. So blöd es halt klingt. Ne? Also wir haben ja noch niemals genug Eisen, um jetzt wirklich zu sagen, hey, okay, ich mache mir jetzt mal einfach eine komplette Ausrüstung aus Eisen. Zumindest ich mache das noch nicht so bei unter einem Stack irgendwie, finde ich ein bisschen wenig. Und vor allem, wenn wir dann halt auch demnächst dann mal eine Höhlentour machen oder so, da möchte ich dann halt eindeutig besser ausgerüstet sein, als ich es jetzt bin. Und ja, dafür brauchen wir dann halt Eisen. So, wir hüpfen mal hier gerade hoch. Na? Super. Okay, nice. Würde einmal die Schaufel rausholen. Einmal kurz hier alles an Erde wegkloppen. Kloppi. So. Boop, 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 boop. Klasse. Okay,
würde mal sagen, wir kommen hier auch langsam voran. So, ich hüpfe mal gerade in mein Haus. Ach, hier können wir auch mal wegmachen. Die ganze Erde. Na, wobei. Vielleicht sollten wir... hier noch so ein bisschen Erde einfach mal behalten, weil dann können wir nämlich einfach... ja, Gott, kein Essen mehr. In der Flosse. So. Und dann können wir nämlich auch einfach mal hier so rüber. Und können dann hier weiterbauen. So. Als Idee gerade mal. Okay. Hüpf. So. Was machen wir jetzt? Hätten wir Materialien, um ein Buch zu herzustellen? Ich glaube tatsächlich, uns würde eine Feder fehlen. Uns würde eine Feder fehlen. Hm, ja. Leider Gottes lassen die Zombies mittlerweile keine Federn mehr fallen. Von mittlerweile. Ne? Das war, glaube ich, noch so Alpha. Ich glaube, ab der Beta haben die das nicht mehr gemacht. Aber okay. Ich weiß auch damals, also... ja, damals. Ja, ja, Leute, damals. Im Krieg. Nee, als Minecraft noch wirklich auch frisch war und man es halt auch komplett im Hype war. Also wo es wirklich, wo man in der Schule dann vom Kumpel gehört hat, hey, hast du schon gehört? Eine neue Minecraft-Update soll bald rauskommen. Was, echt? Ja, Alter, voll krass, ey, da soll es dann das und das geben, ne? Und dann... drauf gewartet, oh, da ist das Update und dann erstmal alles ausgetestet, was der Kumpel einem erzählt hat, so. Und da weiß ich noch, dass das, da erinnere ich mich gerade bildlich noch daran, wie ich, als das mit dem Essen, also dass man jetzt essen musste, dann, als das Update dann kam, da habe ich eine neue Welt und alles angefangen, ne, und... da erinnere ich mich gerade halt bildlich noch an so eine Höhle, wo ich dann reingegangen bin und alles. Das war verdammt interessant. Das war sehr, sehr schön damals. Ja, wie gesagt, da kann man halt irgendwie so damals sagen, weil es halt indirekt wirklich ja damals war. Es ist ja schon ein paar Tage her jetzt, also. Keine Ahnung, wann war denn das? Ja, ich sag jetzt mal 2013 oder so. Ne? Also, klar, ist noch nicht so ewig lang her. Aber schon ein paar Tage ist es her. Ja. Naja, 2013 kann es eigentlich fast gar nicht gewesen sein, weil 2014 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Obwohl doch, das kann so ungefähr hinhauen sogar. Wenn ich dann doch nochmal drüber nachdenke. 2012, 2013. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich mir Minecraft gekauft habe. Also ich habe es ja... er hatte mir ja schon mal eine natürlich komplett legale Kopie gemacht von dem Spiel. Wodurch man dann halt auch natürlich schon mal ein bisschen vorher gespielt hat, bevor man sich komplett legal gekauft hat. Man musste ja erstmal das Spiel testen. Das ist natürlich schon so lange her, dass das mittlerweile vermutlich sogar schon wirklich verjährt ist. Ich lege mich mal... lege ich mich hin? Ja, komm, ich lege mich hin. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ja. Nee, aber es ist, ja, Schinkenbrote. Nee, aber versuch mal, deine Eltern davon zu überzeugen, sich PayPal zu holen. Wenn die da solchen Dingen ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Mittlerweile kommen sie immer auf mich zu. Kann ich mir mal was kaufen? Dafür brauche ich aber PayPal. Ja. Okay. Mach ich. Aber okay. Genug gemeckert an den Eltern. Was heißt gemeckert? Ist halt einfach so. Ja. Servus. Na, gefällt's dir da oben? Schöne Aussicht, nicht wahr? Ja, freut mich. Kannst du gerne noch ein bisschen bleiben, ne? Aber wenn ich gleich wieder da bin. Also entweder fängst du dann an, Miete zu zahlen oder nicht. Oder du bist dann verschwunden. Danke. Tschüss. Bis denn, ne? So. Ich suche mir jetzt nämlich eine Henne.
Ne? Genug Essen habe ich ja dabei. Und also jetzt ohne Witz, ich suche mir jetzt wirklich einen Huhn. Denn mein Huhn, das hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Huhn. Habe ich mal mir sagen lassen. Dann ist ein Huhn gesund. Ich mache mal gerade Folgendes hier. Guck mal einfach ein paar Steinchen hier mal weg. So. Ups. Wo kommt das? Achso. Ich packe das mal gerade noch da hinten in die... in den Komposter. Na? Quatsch! So. Okay. Weiter geht's. Ich hätte auch mal gerade noch ein bisschen Gartenarbeit machen können, fällt mir gerade so ein. Aber ist okay. Also neue Kartoffeln hätte ich noch pflanzen können. Aber wie gesagt, ist okay. Machen wir es halt nicht. Genau, wisst ihr, wo man gut so ein Feld hinmachen könnte? Aber das möchte ich tatsächlich nicht, weil es mir ein bisschen zu lila ist. In dieses Lavendelfeld, wo wir jetzt auch im Endeffekt hingehen. Oder wo ich jetzt eigentlich hingehen will. Ich wollte gerade sagen, ich darf irgendwie gerade nicht geradeaus schwimmen. Aber ist okay. Also in dieses Lavendelfeld. Da könnte man beispielsweise auch, finde ich persönlich, ganz gut so ein... Nicht ein Feld, ein... gerne Farm im Endeffekt hin. Klatschen. Oder wir klatschen halt die Farm bei uns hin und da dann wirklich das Feld. Weil irgendwann wird es ja sowieso, irgendwann ist ja, sag ich mal, Nahrungsversorgung und Co. ist gesichert, ne? Irgendwann hat man es dann. Und dann macht man das ja, sag ich mal, immer nur noch so mal nebenbei, so wenn man sieht, so, ach ja, gut, das Feld ist mal jetzt fertig. Dann gehe ich da mal dran und, Gottchen. Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Ja. Mach das mal so nebenbei, dieses Feld dann fertig und mach dann ein bisschen neues Essen. Oder wenn man merkt, okay, meine Essensvorräte gehen langsam zur Neige. Ja. Aber tatsächlich möchte ich dieses Huhn, wenn wir es finden, wenn wir einen Huhn finden, meine lieben Damen und Herren, sollten wir heute Hühner finden, werden diese auch direkt geschlachtet. So böse es klingt. Das sind Blumen, das sind keine Hühner, okay. Ich dachte gerade hier, diese weißen Blumen wären vielleicht Hühner, aber sind es nicht. Ja. Da schnauben die Esel. Na.